Und die folgende Anmoderation mache ich vor allen Dingen für die Menschen, die den Hörfunk genießen und nicht sehen, was der folgende Künstler hier als Puppenspieler darbietet. Es gibt den klassischen Witz, wo ein Mann zum Arzt kommt mit einem Frosch auf dem Kopf. Und der Arzt fragt den Mann, wie ist das denn passiert? Und dann sagt der Frosch, den habe ich mir eingetreten. Ich sage nicht, dass der Witz gut ist, aber er ist eine Hinführung zu einem Mann, der mit einer Echse auf dem Arm zum Arzt kommt und vor allen Dingen zu Ihnen. Und das ist das Tolle am Pri-Pantheon. Jedes Jahr denkt man, jetzt ist doch alles gesagt, jede Bühnenkunst ist erfunden. Nein, wer hätte denn vor nur 5 Jahren vorhergesagt, dass ein Puppenspieler diesen Preis kriegt? Und warum? Das erfahren Sie jetzt von der Echse und sie hat ihr Kassengestell mit dabei, Michael Hatzius. Ja, ist richtig. Ach Gott. Ach Gott, Leute. Ach Gott. Das sind alles Wege. Ja, von euch ist egal. Ach Gott, Leute, das sind alles Wege. Mensch, ihr seid ja völlig am Arsch der Welt hier. Kein Wunder, dass ihr nicht Hauptstadt seid. Das war früher auch alles einfacher. Was haben wir uns früher hingesetzt? Kannst du heute gar keinen mehr erzählen. Jetzt sitzt der Frosch. Na? Ich bin's. Der Bonner Opa. Ja, ich bin natürlich älter als dieser Witz. Ich bin damals evolutionsmäßig aus dem Wasser raus. Haben mir erstmal ein Fischbrötchen gezogen. Also die gesamte Fischbrötchenindustrie war ja damals noch komplett in der Hand von Zebras. So, und jetzt weiß ich nicht, ob ihr Zebras kennt hier in Bonn. Oder mit Zebras mal Geschäfte gemacht habt. Ey, lasst es. Die Zebras sind ganz falsche Schweine. Angeber sind das. Wisst ihr? Zum Pferd hat's nicht gereicht. Aber dick einen auf Streifen machen. Wisst ihr, der ganze Mist, worunter wir heute noch leiden. Sind doch überall Zebras schuld. Zebrastreifen. Gazastreifen. Schwangerschaftsstreifen. Alles Erfindungen von Zebras. Wisst ihr, da lobe ich mir Pinguine. Pinguine haben nur einen entscheidenden Nachteil. Aber das weiß man. Pinguine klauen. Aber gut, das ist bekannt. Wenn ich sehe, da steht ein Rudel Pinguine, stelle ich mein Auto eben nicht hin. Weil die siehst du nicht. Die sind ja nur so hoch. Weißt du, du stellst die Karre ab, gehst Brötchen holen, da kommen die an, watschel, 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 bist du pickfein angezogen, ahnst nicht. Dann fahren die diesen dreieckigen Flügel raus, schieben den in die geschlossene Autotür und hebeln das Ding auf. Ich sag nur so viel. Wir nannten Pinguine damals auch scherzhaft die Südpolen. Aber die Typen sind sonst okay. Die Typen sind sonst okay. Zebras nicht. Und wisst ihr, Leute, ich bin niemand, der Vorurteile hat.
Aber ich habe mal mit dem Zebra in einer WG gewohnt. Ey, glaubst du, das hat einmal abgewaschen? Nichts. Und was war die Begründung? Ich komme ja mit den Hufen nicht in die Gläser rein. Wisse, ich habe mir das Zebra geschnappt, hab's quer über die Spüle gezogen und hab's rund gemacht. Und da hatte ich den ersten schwarz-weißen Fußball. Nur, wir haben ja zu der Zeit angefangen, die ersten Spielfelder auf dem Boden zu markieren. Konnte sich jeder leisten, war Kreidezeit. Ja, also wer glaubt, ich habe die Jury hier mit so ein bisschen intellektuellem Kram weich gelullt, um jetzt hier auf der Gala nur Karlauer zu bringen. Stimmt. Ja, das war damals auch EM, die erste EM 2012, Millionen Jahre vor Christus. Und wir Echsen, wir sind hervorragende Fußballspieler. Wir Echsen sind hervorragende Fußballspieler. Viel besser als zum Beispiel Robben. Ja. Ja. Wobei, auf Robben hacken ja eh immer alle rum. Insofern, ich muss auch zugeben, ja, ohne die Hilfe von meinen schwarz-gelben Insektenkumpels hätten wir gar nicht gegen die Robben gewonnen. Ne? Also ich sage mal, ohne Hummels hätten wir das alles nicht geschafft. Apropos ohne fremde Hilfe völlig abkacken. Ich war ja damals im Team von Griechenland. Und mein Trainer damals, das war Ari. Also Toteles kennt er vielleicht. Und der Trainer von unseren Gegnern im Halbfinale von Italien, der damalige Trainer war der römische Heerführer. Den kennt er, Julius Zebra. Und der hat die Niederlage so schlecht verkraftet, dass er damals diese legendäre Pressekonferenz gemacht hat, total ausgerastet ist und gegen uns Krieg angezettelt hat. Ich wurde dann eingezogen, hab gedient. 5 Jahre Panzerechse. Ja. Ich will den Krieg nicht rühmen, aber ich sag mal so viel. Als ich in Rom rein bin, hat's Kolosseum noch ein Dach gehabt. Ja. Und jetzt sage ich euch zum Abschied noch ein kleines Geheimnis. Ja, vielleicht kann man es am schlechten Karlauer verbinden, mal sehen. Wisst ihr, was ich seit Jahr und Tag vor einem Kampf immer esse, um sicher zu gehen, dass jeder Schuss ein Treffer wird? Gommes mit Mario. Tschüss, Leute. Die Echse, Michael Hatzius. Ich darf euch oder Ihnen die lobenden Worte der Jury noch verlesen. Ach du Scheiße, ja. Hm. Michael. Herr Doktor, ja? Ich muss die Situation leider ausnutzen. Ich habe ein Problem, ist orthopädisch. Was kann ich denn da machen? Und zwar, mein Oberkörper löst sich von den Beinen. Sie sind doch Arzt, können Sie mir helfen? Genau, das kenne ich noch aus der Zauberei, diese Nummer mit der zersägten Jungfrau. Aber die, wollen jetzt Sie ist es raus, jetzt ist es raus. Was? Aber einmal die Zigarette abnehmen? Die ja. Zigarre? Also dann man soll nicht, ne? Soll nee. Nicht. Ja. Tag erstmal, Glückwunsch Tag, für den Preis. Danke, danke, ist lieb. Glückwunsch, dass du auch auf RTL läufst. Ja. Entschuldigung. Ja. Michael Hatzius lässt durch eine beeindruckende handwerkliche und künstlerische Präzision. Ja, jede Regung seiner Echse lebendig werden. Ja. Aber vorwiegend die Echse ist das Geile. Hm? Ja. Naja. Ja. Besser kann man sich sagen. Ist echt. Ist echt. Und echt verdient.
Die Echse und Michael Hertzius. Die zweiten Preisträger des Prix Pantheon 2012. Ich möchte gerne den Rest der Laudatio auch noch verlesen. Aber ich fürchte, das wird rausgeschnitten. Egal!